geben wir voll Gas. Zocke mit Herz und die volle Dröhnung ab jetzt. Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocke mit Herz. Wir spielen heute Mortal Shell mit Herzblut durchgezockt. Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocker mit Herz. Wir spielen weiter mit Herzblut durchgezockt, Mortal Shell. Ich habe Glück, ich war nämlich am Ausprobieren und am Labern schon und da habe ich aus Versehen sie geschlagen. Sie war weg, aber ich konnte es noch schließen, ohne dass es gespeichert wurde. Oh, hier, geil, sicher jetzt erst, der ist Matschflaume. Ich habe jetzt erstmal auf 4K gestellt, mal gucken, wenn es ruckelt, stelle ich auf 2K, dann lasse ich es auch auf 2K. Aber jetzt habe ich ja die PlayStation erstmal nicht überhitzt, mal gucken. Death Counter ist unten links eingeblendet, aber erzählt erst ab jetzt, weil alles andere würde keinen Sinn machen, denke ich. Wenn ihr es unbedingt wollt, müssen 2-3 Leute in die Kommentare schreiben und dann editiere ich das zur dritten Folge. Aber ich habe eigentlich gar keine Lust, also nö. So, und dann wird mal wieder das. Das haben wir auch aufgerüstet, gucken, ob wir dafür schon was haben. Nö. Ich habe aber mal Bock, damit rumzulaufen. So. Jetzt ist der Spasti hier. Na, Brudi? Nicht perfekt, aber immerhin. Schön beide geschlitzt. Pilz, ne? Nice. Könnte ich nehmen? Mache ich auch. Wir wollen hier weiter. Habe ich ja schon geholt, das Grab. Ich kann mich hier nicht nochmal hinknacken. Die Gegner sind weg. Schade eigentlich. Gut, dann muss ich oben lang. Er hat mich nicht mal voll geheilt, der Pilz. Ja, ich probiere es nochmal aus. Sicher ist sicher. Ich weiß gar nicht, ob er mir jetzt Schaden gemacht hat. Ein Frame haben wir gerade schon wieder ausgelassen, aber das geht immer noch. Halten ganz schön viel aus, die Baggerluden. Jetzt macht er hier Moves like Jagger. Oder? So, ich könnte den Pilz nehmen, werde ich auch. Guck jetzt mal kurz. Ah, das braucht noch. Gut. Die zwei Schwachmaten kriege ich hin. So. Ok.
geil, also. Oh, ich hab's eben, zum Glück habe ich ihn noch erwischt. Okay, okay, krass, krass. So, ja, mal gucken. Mal schauen. Na komm, der hat wieder ein scheiß Schild. Das ist ja durch, ne? Ich hoffe, der dreht nicht um und kriegt voll live. Scheiße. Okay. Reicht noch nicht. Das war dumm von mir. Jetzt muss ich warten. Oh, geil. Ich habe sein Schild zerstört. Nice. Wie viel brauchen die Pilze noch? Ich glaube, ich warte auf die Pilze, selbst wenn da hinten ein Speicherpunkt ist, was ich nicht glaube, weil bis jetzt hat das Spiel nicht den Anschein gemacht. Kann ich eigentlich nicht, aber was ich mal machen wollte, die kann ich noch nicht einsetzen. Ja, probieren wir den mal aus, was gibst du? Plus 4. Nice. Dann könnten wir jetzt zu ihr gehen. Und die ausgeben. Ich glaube, wir verlieren alles keinen Einblick, ne? Aber dann sind alle wieder da. Deswegen, falls ich es noch zum Anfang noch nicht gesagt habe, es gibt Strafen, 6. Aber ich werde es wahrscheinlich so machen, dass die immer bei Tod refreshed werden. Ich will das ein bisschen mehr genießen, das Spiel. Zumal ich da noch gar keine Aktien drin habe. Und ja. Wo ist der andere Dude? Okay. Die kann man nicht zerstören. Gut, Vorsicht ist geboten. Okay, ich guck mal. Ach, drei neue. Was, wofür war das nochmal? Nächste Schaden, dem gehärten Schaden zufügt. Gehalt, Gesundheit. Das versuche ich mir mal für Endgegner zu lassen. Einblick. Ich weiß immer nicht genau, wann man das einsetzen kann und wann nicht. Letztes Mal konnte ich sagen, jetzt kann ich es wieder nicht einsetzen. Verstehe ich nicht. Naja. Okay. Hier komme ich noch nicht weiter. Nicht stark genug, vielleicht mit einer Waffe. Nein.
bei ihm kann ich das nicht einsetzen. Okay, gut. Natürlich kommt der andere jetzt vor. Du musst ja auch nicht weiterkommen. Nice. War doch gar nicht so schlecht von mir. Aber habt ihr jetzt darauf geachtet, oder müsste ich mal im Nachhinein nochmal drauf achten, hab mich gehärtet, hat mir das Leben wieder gegeben? Hab ich nämlich nicht so wahrgenommen. Ah, geil. Ich kann da das Schwert verstärken. Also bis jetzt fetzt das mit am meisten, aber wenn ich natürlich irgendeine Hammerwaffe hab und das alles weg ist, ist auch blöd, ne? Leben wieder gekriegt? Ich glaube nicht, ne? Eine Glocke für Rituale, okay. Wo auch immer der herkam. Wenn ich das noch nicht habe, ist auf jeden Fall mit der Abklingzeit von der Verhärtung eine gute Option. Aber hier ist jetzt weiter nichts, ja? Ja da, nee, da möchte ich nicht rein.
Einfach durchgerusht. Einfach durchgerusht. Was auch immer das jetzt ist. Hoffentlich verliere ich das nicht alles mit Tod. Ach, ist wieder so... Oh nein! Und ich habe die Keule nicht. Die Keule kann ich ja jetzt noch einen Stärker machen. Jetzt ist wieder so ein Kampf wahrscheinlich um Leben und Death. Ja gut. Der wird... Okay. So wenig Power, Alter. Was soll das? Naja, kriege ich jetzt nicht, aber ich hoffe, ich habe noch mal die Möglichkeit jetzt da mit dem Artefakt, ne, wisst ihr? Wie ich das andere, Alter, mit der so wenig Life, Alter. Da hätte ich dann übrigens schon der Pro in dem Game sein müssen, Alter. Ja, weiß ich nicht. Zählt das als tot jetzt? I've kept your flesh safe, Bounding. Ja, komm. Seien wir mal nicht so pussyhaft, aber ich, ja, ich weiß nicht, ob das als tot zählt, aber... Alter, wie viele Shit-Wichser kamen da, Alter, und wie... Boah, Alter, nee, ey. Nee, nein. Einfach nein. So, gut. Mal schauen. Stellt scharf. Ja, ja. Und der Rubel rollt. Jo, gut. 5. Jetzt werdet ihr eingeblendet die neuen Strafen sehen. Na, aber immer nur bis zum nächsten Tod. Ich muss selber erstmal kicken, weil ich es nicht weiß. Ba-badam, badam, badam, bam. Die gute 5. Okay, machen wir. FFP2-Maske for the win. So, ja, ja, meine ganzen Punkte sind weg, ne? Das, deswegen bringt... Ja, ich könnte die Säurestärke machen. Zack. L2, R2. Oh, geil. Geile Scheiße. Ich kann nicht ans Buch. Kann ich... Ich quatsch nochmal mit ihr. Ich glaube, ich soll ins andere Gebiet gehen, weil das ist hier zu gaskrank. Ja, ich kann ja nichts machen. Und hier... Ne, bringt mir alles nichts. Bringt mir nichts, gut. Easy. Ich müsste eigentlich so lange warten, bis ich ganz viele Pilze habe, oder? Ausprobieren. Tot. Einfach tot. Einfach geil. Mal gucken, was das andere dann kann. Das andere Schwert. Geil. Das gefällt mir schon mal. Ja, dann muss ich mich jetzt Stück für Stück ranarbeiten, ne? Geil, das haut jetzt um, ja? Okay, krass.
Irgendwas ist da, glaube ich, gerade schief gegangen, ne? Zum Glück bin ich nicht an der Ecke hängen geblieben. Verkackt. Da geht's ganz lässig, ja? Arschloch, Alter. Frieden ist ein Trugschluss. Steht das schon, was das bringt? Glöckchen. Benutze den Gegenstand, um einen Effekt zu erkennen. Okay. Probieren wir mal aus. Und das? Ja, da werden wir doch bestimmt auch irgendwie dran krepieren, oder was? Wozu ist auch das, dass man sich vergiftet? Das verstehe ich halt auch nicht, ne? Kosten Gesundheit, ja, das wollen wir nicht. Scheiße, zu früh wieder losgelassen, das war natürlich. Ah, hätte ich alles besser spielen können. Zum Glück war da kein Abgrund. Brudi, ich könnte einen Pilz. Ich nehme Pilz, weil. Ja. Aber am schlimmsten war bis jetzt dieser Fetti da, der diese Scheiße geworfen hat. Prozent. Da krieg ich jetzt einen Bonus, okay. Pilze sind immer gut. Sorry, dass ich nicht so viel rede. Muss mich halt konzentrieren. Ging irgendwie nicht so, wie es gerade sollte.
glaube, jetzt habe ich gesehen, dass ich Leben dazu gekriegt habe. Das sahen irgendwie drei aus. Kann das sein oder bin ich dumm? Das sahen doch irgendwie drei aus, ne? Naja. Ist auf, ne? Ja, ja. Ja, ja. Nicht mit mir, Freunde der Nacht. Ich weiß nicht, ob ich das überleben würde. Ich weiß auch nicht, wie es hier mit dem Fallschaden aussieht. Der schießt jetzt wieder diese scheiß Feuerdinger. Das ist natürlich kacke. Soll ich das einfach mal essen? Komm. Aber kostet sehr viel Entschlossenheit. Na, das ist natürlich doof. Gut zu wissen. Alter. Jetzt kommen sie. Da kommen sie doch. Das war... So muss das klingen. Ja, umsonst, weil ich dachte, der lebt noch. Gebratene Ratte. Muss ich auch erst testen, was das macht wahrscheinlich. Rede 25 über 10 Sekunden. Was? Verbraucht? Muss man hier reingehen, geht schneller. Verbraucht was? Was ist Entschlossenheit? Wo sehe ich Entschlossenheit bei mir? Das wäre mal so ein Wert, so ein statistischer Wert, wo man geil sagen könnte, jo. Oder ist Entschlossenheit? Keine Ahnung. Er muss erst essen und dann wirft er. Fettes Stück Scheiße. Also nichts für Leute, die dick sind, aber das war ein fettes Stück Scheiße. Oh. Ja, Stück für Stück, ne? Der sieht mich noch nicht. Na komm her, Brudi. Wir wollen ehrlich und fair kämpfen. Ich hoffe, der wacht da nicht nochmal auf, Alter. Das ist ein Game, du. Immer auf der Hut. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl... Ah, vielleicht ist das diese Superkraft. Das war Entschlossenheit. Kann das sein?
Und dass ich das nicht aufbauen kann oder schlechter oder weniger, wenn ich das alles einsetze. Das wird sein. Das wird sein, denke ich. Weil es füllt sich nämlich gerade gar nicht auf. Wahrscheinlich erst, wenn man das resettet. Du Scheiße. Na komm, Brudi. Ich habe gerade noch was anderes gehört. Ganz stellig bleiben. Oh. Zum Glück habe ich eher losgelassen. Oh Gott. Warte mal. Nur mal so für mich jetzt nochmal. Wenn ich das mache, sind alle. Kostet mich all meine Einblicke. Das macht mir übelst Bock jetzt mittlerweile, Alter. Müssen wir mal austesten, ne? Das könnt ihr auch einsetzen jetzt wieder, oder? Nein, anscheinend nicht. Ein Shortcut! Ein Shortcut! Der dürfte hier hoffentlich nicht runterwerfen können. So. Was hat das jetzt gebracht? Stellt die Fähigkeit wieder her, deine Hülle nach dem Tod zurückzugewinnen. Die Hülle nach... Ah, cool. Weiß zwar nicht, woran ich den Scheiß erkenne. Kleine Menge Entschlossenheit. Nee, lohnt sich jetzt nicht. So, fress du Stück Scheiße. Das war nicht die feine Englische. Jetzt muss ich dich dafür vermöbeln, Junge. Bitte was Schönes. Okay. Und die ganzen Gegenstände feiere ich irgendwie auch, dass man das selber ausprobieren muss. Auch wenn ich bestimmte Gegenstände sage. Verstehe ich nicht. Irgendwas mit Nektar. Vielleicht gibt es auch Tar. Weiß ich jetzt nicht, was habe ich noch gekriegt. Nichts für hier, wahrscheinlich für Schwerter, ne? Ich kann jetzt nicht zu Tarsalbe, ja, ja. Ach du Scheiße. Ich mach erstmal hier, weil hier ist ein Shortcut. Das ist ein Shortcut, aber. Ja.
geht es auf jeden Fall auch lang. Okay, gut, zurück. Ich habe so schön alles geklärt. Aber nee. Nee, nee. Schön weg hier. So. Kann ich hier eigentlich was machen? Nö. Tarsalbe ausprobieren. Aber erstmal, wenn wir ganz kurz was gucken. Okay. So. Ausprobieren. Aber ich verstehe nicht, warum man das noch immer einmal so machen kann. Aber egal. Yes. Slowly now. Ja. Ich kann schon ein paar Sachen machen, weil die meisten kosten Einblicke und nicht Tar. Bringt deine Gegner mit einem starken Tritt? Nee. Verhärten dauert nach dem Brechen doppelt so lang an. Verstehe ich nicht. Gewährt die Chance, dass Gegner beim Tod zusätzlichen Einblick fallen lassen. Ist auch edel. Für kurze Zeit nach dem Verhärten haben... Was? Für kurze Zeit nach dem Verhärten haben getötete Gegner eine Chance, eine zusätzliche... Ja. Silent, the newborn crawled from the earth's viscera. A gaunt, sallow-skinned creature. Not entirely inhuman. Its hands grasped uselessly at her deflated form. Her limbs writhed and coiled around it. Perhaps an embrace. Ah, da brauche ich 1100 für. Da fehlt ja nicht mehr viel. Bei dem Gegner, ja, nee. Das nochmal. Zusätzlicher Einblick. Könnte. Ich nehme mal nochmal das. Ja, gut. Ja, ich versuche da jetzt mal durchzurushen. Habe ich noch irgendwas Schönes? Sein Schild geht aber kaputt. Und was bist du jetzt hier? Ich sollte aufpassen. Hast du bitte die güldene Dame in Ruhe? So, passt. Don't overindulge. Naja. Ah.
First I heard the squeals, as if from 100 mouths. Then I saw her. The revered. A writhing mass of Sinu. As if all at once she was splitting apart and coalescing. Is it salvation to look upon her? Deliverance? I knelt, losing my strength. I wanted to look away, and yet she was all I wanted to see. Okay. Gut. Ja. Ich versuche nochmal dahin zu rushen. Ich könnte die Keule ja stärker machen, ne? Ich habe jetzt nichts mehr viel. Ach du Scheiße. Die müssten sich gegenseitig bekriegen. Anderes Grab. Meine Nase killert jetzt, das ist echt toll. Raus, ne? Naja. Nur meine Nase, aber... Ja, ich glaube, jetzt sind meine Seelen auch weg, ne? Schon dreimal gestorben? Krass, kann ich ja abnehmen gleich. So, und... Der Rubel rollt. Oh, wieder 5, cool. Kann ich aufbehalten. Na, ist das schön. So, ja... Ja, gut. Dann gehen wir jetzt hier mal lang und gucken hier mal alles zu klären, beziehungsweise vielleicht wieder zurück zum Anfang. Oh nein, nein, nein. So. Ich weiß nicht, ob... Ah, ich hänge! Oh Gott. Ob sie backsteppen geht, aber ich glaube nicht. Pilze brauche ich mal wieder.
die sind hier auch nicht leichter. Ich bin, glaube ich, einfach zu schlecht. Aber kann das sein, dass man nicht wirklich auflevelt? Es gibt doch kein Level-System, oder? Ja, so ein bisschen Fähigkeiten, aber nicht... Das finde ich so ein bisschen schade. Alle tot? Das hat er sich gemerkt. Dann gönnen wir uns den hier mal. Na komm, Brody. So. Die kommen nicht wieder, komischerweise. Finde ich gut. Aber woran macht das? Komm. Na komm, Daddy. Ich hab keine Angst vor dir. Meisterlicher Schnaps. Der ist nicht tot, okay. Doch, ist er. Verbrennt. Kostet zwei. Kostet zwei. Minderwertige Schnaps. Gut. Aua. Da ist eine Höhle, da will ich eigentlich gar nicht rein. Kriechen. Ja, aber da ist es nicht. Davon sind wir nicht gekommen, definitiv nicht. Mal Lucky Lucky machen. Warum muss das so langes Gekrieche sein? Eigentlich wollte ich ja zurück, aber ihr kennt das ja wahrscheinlich. Wenn man einen Weg geht, dann will man den erstmal bis zum Ende gehen, wenn er ein Ende hat. Das war vielleicht dumm, aber egal. Du Scheiße.
Ich hänge. Nein. Ja. Nice, Leute. Zum Glück hat es jetzt nicht gehackt. Ich konnte nicht drauf gucken, ob es irgendwie laggt oder so. Geil, wir können das Schwert verbessern. Nice. Ich weiß nicht welches. Da ist auch was zum Kriechen. Okay. Alter, ich hasse das. 1000 Wege, ey. Zum Glück kein langes Kriechding. Neue Hülle, geil. Was ist mit den meinen? Und was ist mit den meinen? Liest du dies, lieber Bruder? Erinnerst du dich noch daran, wie wir uns als Gelehrte versuchten? Das waren einfachere Zeiten. Als unsere Dilemmata lediglich hochgespielt waren, als Theorie herausgeputzt. So. Der sieht am 40. aus, glaube ich. Ah, cool. Ein Mann. Haltbarkeit, Ausdauer, Entschlossenheit. So, gucken wir mal. Entschlossenheit hat er komplett voll. Ausdauer hat er 5 und das andere 7. 5 und 7. Nee, da habe ich mich verklickt. Name suchen. Also, voll, 5 und 7. Besser, ne? Ausdauer vielleicht ein weniger, aber ich gehe nochmal rauf. Ja, wir haben jetzt schon Fähigkeiten mit ihm, ja, aber ich glaube, ich bleib bei dem. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Das ist doch mal schön, dass es hier nicht weitergeht.
Das andere, der andere sieht geiler aus, aber das ist ja egal. So. Das Loch kann ich kriechen, ne? Und aus dem Loch kam ich, glaube ich. Ich krieg mal das andere Loch noch und dann gehe ich zurück. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, ein bisschen weniger Ausdauer hat er, ne? Das muss ich nochmal gucken. Aber ich glaube... Nee, hat er gar nicht. Der hat alles mehr. Dann müssten wir den upgraden. Weißt du was? Ja, ich lasse den jetzt erstmal, aber der andere hat ja Fähigkeiten verbessert. Das zählt ja, glaube ich, für ihn nicht. Komm, Dicker. Na komm. Oh Gott, da hinten ist schon wieder so ein scheiß Armbrust-Kackpenner, oder? Das ist zwar sau schwer, aber ich finde es irgendwie von Mal zu Mal geiler. Das war dumm. Ist jetzt egal. Davon habe ich noch keine Figur zum Verwandeln. Das ist natürlich kacke. Naja. Okay, das zählt nicht. Jetzt weiß ich auch, dass es anscheinend Fallschaden gibt, obwohl ich mich noch rollen könnte. Das zählt nicht. Könnte ich vergessen. Gucken, wo wir jetzt noch sind. Das Gute ist, ich kann mich wieder zurückverwandeln. Das Schlechte ist, da müsste jetzt die Erfahrung liegen, ne? Oder? Liegt die da nicht, wenn man so stirbt? Das wird nicht. Nee, das ist alles weg. Okay, ich nehme dann den anderen. So, ich gehe nochmal zurück. Guck, was das beim Schwert bringt.
Also so nach vorne Dingens. Muss ich mal austesten. Yes. Slowly now. Nee. Hier kann ich nicht. Warum kann ich das jetzt nicht wechseln? Die Hülle? Das ist natürlich kacke. Dann muss ich mal wieder zurück dahin. Wollte ich gar nicht, aber dann muss ich wieder dahin wahrscheinlich zurück. Bis man die erforscht hat, oder? Und dann kann man die hin und her switchen, oder? Das weiß ich leider nicht. Aber die Hülle war halt. Die Hülle war halt besser. Gleich einmal abgestochen wie so ein Sparschwein, oder? Rammt er dir richtig so ein Schwert rein? Bei der Hölle sind die jetzt alle wieder da, oder was? Abbild von Haros, das bin ich ja jetzt. Kann ich nicht benutzen. Ich hoffe, der ist nicht wieder da. Der sollte nicht wieder da sein. Aber das wäre mies, wenn das für jede Hülle ist. Also für jede Hülle ist er da. Ich hoffe, er ist nicht wieder da, weil das wird mir zu heiß. Mm-hmm.
Na gut. Ich glaube, hier war das genau. Ich hoffe, das geht so einfach wieder. Ansonsten ist das wahrscheinlich wie so ein Schrein oder so eine Statue, wo man das wechseln kann. Scheiße, man braucht diese verfickten Puppen, ne, anscheinend. Ja, die möchte ich, kann ich aber nicht. Scheiße. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich glaube, ich gehe jetzt den anderen Weg mal lang, den ich noch nicht gegangen bin. Also wo ich nur kurz reingeguckt habe. Alter, die Frösche sind broken hier, oder? Warte mal. Kann man das jetzt nehmen, wenn man... Wird es jetzt hier? 16 Sekunden hinweg 40 Giftschaden, die damit vertraut sind. Jene, die damit vertraut sind, sind für 120 Sekunden immun gegen Giftschaden. Aha. Was ist jetzt hier? Wieder ein zum Heilen. Ein Lumpigen. Ja, die sind mir egal. Ist das nicht der Anfang? Das ist sehr gut. Sprichst nicht mit mir, ja? Na klar. Ich kann hier nicht wechseln. Darf ich jetzt hier in ihrer Gegenwart wechseln? Das würde ja wenigstens Sinn machen. Nö. Darf ich nicht. Das ist doch dumm, ist das doch. Tausend Wege, ich hasse sowas, ne? Aus Vasal. Ah, so eine Art Grabgedöns. Ah, okay, krass, krass. Ah! Verstehe. Und das zeigt ungefähr, wo die sind. Ah! Siehst du, das zeigt sogar ganz genau.
Aber das, ich guck mir das nochmal an, aber das finde ich ja nicht. Aber ich glaube, ich sollte wirklich halbe Stunde Strafe machen, wenn ich nicht sterbe, weil, ne? Ich nehme das jetzt auch einfach ab, weil ich kann und weil es mir so doll auf die Nase drückt. Also wenn entweder sterben oder eine halbe Stunde, das muss ich dann noch nacheditieren. Oh, Alter, der Bügel von der... Sieht man das? Nee, ne? Oh, der Bügel ist auch echt übel. Stimmt, weil sich's reimt. So, jetzt nochmal Loki Loki machen. Also so ein Leuchtestein, der einen was sagt. Grabsteine, Pilze, Wasser. Der andere zum Kriechen. Und gut, das merke ich mir sowieso nicht. Der andere zum Kriechen, wo ich nicht da bei dem Dings hier, bei diesem Grimm Grinch da. Das erkennt man. Okay, aber wo das jetzt ist, weiß ich nicht, aber das erkennt man. So, wir wollen wissen, wer ich bin. Ja. Perfekt, 500. Existence is a curious matter. The greatest triumph in the universe, gifted and squandered. I shan't make the same mistakes as my brother. When the moment comes, I'll exercise restraint. Was nur komisch ist, ich guck nochmal, dass die anscheinend, die haben ja keine anderen Werte, die haben ja nur das, ne, Fähigkeiten, aber Haltbarkeit, naja, ist egal, so, okay. Ah, das ist doch dieser große Kelch, den ich getrunken habe und das ist... Ja, machen wir doch mal, ne? Der geht da hin, okay. Ich dachte, ich kann die Kämpfe hier nochmal machen, weißt du? Ist doch gefühlt der gleiche, oder nicht? Nee. Warte doch. Ist auf jeden Fall nicht eindeutig alles. Balliste, kann ich denn meine Waffe schießen, Alter? Ja, guck mal, das hab ich. Das hab ich noch nicht. Das ist ein Vogel, ne? Siegel entfernen. Gerne, ich würde dich am liebsten ganz befreien. Within the temples of the devout, you'll find the sacred glands of the revered. Bring the glands back to me, so I can extract the true nectar, just enough to heal me. Perhaps you too can use it to free yourself from this wretched land, before you end up like me.
Der alte Gefangene hat dir das befleckte Siegel geschenkt. Es mir ermöglicht dir, gegnerische Schläge zu parieren und Angriffe zu unterbrechen. Das Siegel warnt dich auch vor nicht parierbaren Angriffen. Das ist ja geil. L1 parieren, R1 verstärkt der Konter, erfordert Entschlossenheit. Der alte Gefangene hat den Siegel mit der Macht durchzogen und gibt dir Das Siegel benötigt eine große Menge Entschlossenheit, um solch eine Infusion nutzbar zu machen. Das Ausführen eines versteckten Konters heilt dich. Ah, okay. Verstärkt der Konter, schlägt ihn wahrscheinlich zurück mit R1. Aber in R1 ist doch ein Angriff, oder? Muss man das denn gleichzeitig drücken? Steht aber nicht so gleichzeitig. Und das wird gehalten und L1 ist normal, okay. Mit der 1000 Wege. Das war eine scheiß Kamera gerade. So ein Arschloch, Alter. Timing ist halt echt schwer. Die letzten 9 Minuten mache ich nichts mehr. Das lohnt sich nicht. Ja, das habe ich einfach beschlossen. Für 9 Minuten. Oder was heißt 9 Minuten? Ja, nö, ich mache nichts mehr. Zumal ich auch jetzt hier gerade ein bisschen mit dem Parieren ein bisschen trainen muss. Das ist nett von dir. Versuchen wir noch fix meine Seelen zurückzuholen. Geht nicht. Warum ist das Siegel leer? Das verstehe ich nicht. Ach, man kann nur abwehren, wenn man... Ah, okay. Verstehe.
Lol. Eigentlich habe ich Abwehren gedrückt, vielleicht deswegen. Vielleicht, weil ich im rechtzeitigen Moment eigentlich für Stein gedrückt habe, aber zu low war. Gebratene Ratte. Hier ist weiter nichts. Das ist natürlich scheiße. Jetzt leuchtet das. Also ich brauche immer das, um abzuwehren. Und mit R1... Ich weiß nicht, das muss ja dann gleichzeitig sein. Kriege ich dann Leben wieder, okay. Geht nicht. Das muss man üben. Haben wir jetzt aber keine Lust zu üben. Nee, das hatten wir schon mit Hunger und Stillbar. Das hatten wir schon. Das zum Ende ist, glaube ich, nicht so gut, aber was soll's. Jetzt nicht. Von da bin ich doch auch gekommen, aber dass man die alle noch nicht. Bestimmt einen dicken. Das hier, ich habe schon Streitkolben, aber ne, so einen richtigen. Okay. Dann muss ich hier lang. Glaube ich. Ah, ich will keinen Pilz nehmen. Das Ende, würde ich sagen. Tod rechne ich trotzdem hoch, aber ja, wie gesagt, die letzten 10 Minuten fange ich hier nichts mit Toten an, denke ich mal. Also wenn es noch 20 oder so gewesen wäre, vielleicht. Aber 10. Ist ja zum Glück meine Entscheidung. Und wenn ihr nichts in die Kommis schreibt, dann halt für die nachträglichen Aufnahmen, dann ist das so, ne? Gut. Quatsch ich noch mal kurz mit dir, vielleicht speichert es. Ich weiß nicht, wann wie gespeichert wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja und ihr es noch nicht getan habt, lasst ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um keines dieser geilen Scheißvideos zu verpassen. Ansonsten ziehe ich euch einen mit meinem Schwert über. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin raus. Ciao. Zuckerman Herz, ich bin für euch da. Zuckerman Herz.
keep your head up, tuck them ahead, and may the force be with ya. Always!